In einer Stunde habe ich jeden Bauern auf die Goschen, der auf dem Fest liegt. Jetzt sei mir nicht böse, aber bist du stolz drauf, dass du da am Saufen bist? Jetzt. Nein, war ich wäre stolzer. Darf ich dir kurz nicht was sagen? Ich kann mich schnell nicht mehr leisten. Wie du in der Hauptschule warst, hast du sicher irgendwelche Vorstellungen gehabt, was du mal bist, wenn du älter bist? War deine Vorstellung, dass du jedes Wochenende besoffen bist und auf irgendeinen Scheiß zeigst? Ich wollte Feuerwehrmann werden. Dann habe ich gesehen, dass... Ja, und jetzt zinst du wieder hinten aus. Super. Ich habe gesehen, dass ich ja zu große Leber habe und deswegen sauf ich mich an. Und fick Drecksgläschen. Ich zeig halt jeder Gläschen mein Beil. Und wenn ich's, und wenn sie nicht will, zwinge ich sie dazu. Wenn sie muss wollen. Ich scheiß auf die Polizei, ich scheiß auf den Rechtsstaat. Wenn ich ein Weib ins Gesicht spritze, wie dann mach ich das. Mein Sperma ist von Gott erschaffen. Ich glaube, das habe ich heute einen Riss. Was war jetzt da? Wobei ich zu einer Frau sagst du nicht. Jetzt nimm mal an, du siehst eine Frau, die du attraktiv findest. Was sagst du hier? Ich will dein Züchtspritz. Bitte, wir reden mit keine primitiven Scheißwichse. Was sagst du ihr? Du siehst eine Frau, die ist absolut geil, finde. Was sagst du ihr? Ich habe eine Freundin. Halt deine Fresse jetzt! Was sagst du ihr? Ja? Hallo, ich bin der Bärli. Mein Schwanz ist 30 cm, du wirst weinen. Ja, ah, ist nicht so gut. Erst jetzt batzt es. Je nachdem, wie ich es habe. Das kann ich ja nicht wissen, wie sie ist. Weißt du, was der perfekte Spruch ist, Kalle? Du musst jetzt sagen, lang ist er nicht, aber dünn. Was ist denn da perfekt dran? Du nimmst dir jede Erwartung an weg. Da kann ich gleich sagen, ich bin ein geistig zurückgebliebener Hurensohn. Nein, euer Lust. Du stellst dich ganz einmal vor, ein bisschen kalt. Ja. Das wäre interessant. Der war aufgelegt. Ja. Genau. Entschuldigung. Ihr zwei netten Damen. Bitte. Ich habe eine Frage an euch. Angenommen, ich bin in Ort an der Donau. Angenommen, ich bin auf der Tanzfläche. Ja. Angenommen, ich sehe eine Frau, die ich sehr attraktiv finde. Ja. Dann machst du dich zum Affen, ja, genau. Nein, weiter, Karl. Nein. Ja, passt nicht weiter. Was sage ich? Hallo? Na was, hallo? Also wenn ich die Person wäre, dann könntest du nichts sagen, was richtig wäre. Ja, das ist wahr. Das ist sehr ermutigend. Ja. Na versuch mal was anderes. Am besten schneide ich mich auf, oder? Nein, wir denken noch einmal nach. Wir nehmen das zurück und denken jetzt nach. Aber vergesst nicht, dass er schlaff 30 cm ist. Denkt's dran. Egal. Er schlaft, weil. Achso, wo das erwähnen nicht gleich. Na, das aber ist gar nicht das erste. Hallo, ich bin da. Aber jetzt sagt's aber. Am besten du sagst gleich irgendwas Lustiges. Besser. Hast du das gehört? Nein, ich finde dich hübsch, ich will dich kennenlernen. Karl, sag ich. Karl, das sind zwei Lügen in einem Satz. Karl, sag, du bist mir aufgefallen. Im Positiven oder im Negativen? Im Positiven natürlich! Ah, ich bin halt schüchtern! Es tut mir leid, dass ich Alkohol dazu brauche! Nein, aber es ist nicht jeder so cool. Dass du einmal rausziehst, den Alkohol über den Kopf leerst, wer sagt denn, dass ich das mache? Karl, ja, bist du eine Freundin oder willst du ein Bettkissen? Ich will dich. Eine geliebte Freundin. Abgesehen davon? Abgesehen davon. Da ist er der Kevin Prinz, oder? Ich will keine Freundin, ich will kein Bettchen, ich will eine... Affäre? Eine Dame, nein, eine Frau. Eine Lebensgefährtin. Eine Lebensgefährtin. Na, ich hätte einen Plan. Ihr zwei tanzt mit mir auf der Tanzfläche. Wir tun sie mich anbarren. Ihr tut so, wie wenn sie mich unbedingt haben wollt. Und ich tue eher abweisend. Und dann kommt die eine her und denkt sich, hey, ich bin so geil, den Typen muss ich kriegen. Und dann tue ich so, wie wenn ich euch wegschicke und sie blast meine.